Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Assassin's Creed Unity-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt fangen wir an mit Sequenz 7, Erinnerung 3, die Konfrontation. Spielen Jana Logo. Warum wäre ich sonst hier? Oder ihr? Hunter Ort. Was hoffst du hier zu finden? Der Apotheker sagte, hierhin hätte er sein Gift geliefert. Ich hoffe, ich kann die Fährte aufnehmen und sie dann zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Fährte aufnehmen? Bist du jetzt ein Bluthund? Sowas in der Art. So, toll, mein Adlerauge aktiviere ich jetzt mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh ja, natürlich. Ich bin wirklich ein Bluthund, ein Spürhund. Meine Schnüffelnase folgt ja dem Gestank. Wie es ausschaut. Ich untersuche immer noch die Spur. Ich würde dir folgen. Ja, dann folg mir doch einfach, Hase. Dam-da-da. Guck mal, die wird ohne Haare angezeigt. Also beziehungsweise die Haare sind da, aber ich sehe nur ihren Schädel. Also so würde sie aussehen mit Glatze. Leg los. Ja, ich leg ja schon los. Ah, aha. Die Spur endet hier. Bist du sicher? Ganz sicher. Nein. Warte hier. Mach dich nicht lächerlich, ich lass dich da nicht allein reingehen. Elise. Ich muss das hier allein machen. Bitte. Ich verstehe. Vergiss nicht, zurückzukommen. Sei vorsichtig. Okay, dann klettern wir hoch, oder? Was machen wir? Würde ich doch sagen. Bisschen verwirrend hier mit dem Wolkenscheiß. Es wundert mich ja schon, dass jetzt hier einer hochgeklettert ist, oder? Das sieht ja dann doch schwer nach einem Assassinen aus. Hey, Penner. Hier gerade wieder ein Meisterbeispiel für meine trickreichen Steuerungskünste, die ich hier habe. Wo geht's jetzt entlang? Okay, da geht's weiter. Das hat lang gedauert, Pisspot. Belek. Ich hätte wissen müssen, dass du mich finden wirst. Die Frage ist nur, was geschieht nun? Du hast Mirabeau vergiftet. Er vergiftete uns. Frieden mit den Templern ist nur ein Armenmärchen. Und du bist der Einzige, der die Bruderschaft retten kann? Glaubst du etwa, das geschieht zum ersten Mal? Das erste Mal, dass die Assassinen ihre Führung eliminieren mussten? Das erste Mal, dass der Orden sich wieder neu erschuf, aus dem Nichts zu neuer Macht? Nein. Masyaf, Montiregioni, die amerikanischen Kolonien. Es ist alles schon passiert. Und wir stiegen wieder auf, stärker als zuvor. Aber nun, wir vergaßen unsere Ziele, Arno. Verstrickten uns in Politik und Revolutionen. Doch wir sind keine Nation. Wir sind eine Armee. Und in einer Armee nennt man Frieden mit dem Feind auch Verrat. Und nein, ich bin nicht der Einzige, der die Bruderschaft retten kann. Wir können. Gemeinsam.
Belek. Du weißt doch, dass das nicht geht. Bedauerlich. Belek, bitte. Komm zurück zum Rat mit mir. Wir können das regeln, wie vernünftige Männer. Vernünftige Männer paktieren nicht mit Templern, Bursche! Okay, was jetzt? Ein sturer kleiner Bock bist du, oder? So sagt man. Was denn? Muss ich nur B hämmern? Wie doof ist denn das? Oh nein! So, jetzt hau ihm doch mal auf die Rübe hier, Alter! Mensch, jetzt, ey, komm! Ich hatte Hoffnung für dich. Ich dachte, du könntest selbstständig denken. Ich kann, Belek. Ich denke nur nicht so wie du. Öffne die Augen, Bursche! Ich sah, wie Templer ganze Dörfer abschlachten ließen, nur um einen zu töten. Einen Assassinen! Sag mir, bei deiner enormen Erfahrung, was hast du gesehen? Ich sah, wie der Großmeister des Templerordens einen verängstigten Waisen aufnahm und wie einen Sohn großzog. Oh! Oh! Ey! Hier werden jetzt alle Tricks eingesetzt, um den zu schlagen. Schon wieder B-hämmern oder was? Alles gut. Bleib da. Geile Location. Alter Schwede. Ich hätte dich in der Bastille verrotten lassen sollen. Sag mir, hast du jemals an das Credo geglaubt? Oder warst du schon immer ein verräterischer Templerfreund? So muss die Sache doch nicht enden, Belek. Du bist es, der es so enden lässt. Würdest du verstehen? Wir könnten die Bruderschaft so weit bringen, wie wir es seit 200 Jahren nicht gesehen haben. Ja, jeden zu töten, der nicht deiner Meinung ist, ist die beste Art, sich aus der Asche zu erheben. Du spinnst doch! Pass auf! So ist des Pudels Kern. Nicht Mirobor, dein Verstand vergiftet, sie war's. Sie ist das letzte Teil dieses verdammten Wahnsinns. Belek. Dafür wirst du mir danken. Eines Tages. Mann, ey. Da kannst du gar nicht ausweichen, ey. Ich kann nicht Schmetterschläge. Ich weiß gar nicht, wie Schmetterschläge gehen.
Boah. Hättest besser auf mich gehört, Junge. Oh! Zeit, es zu beenden. Du hattest deine Chance, Pisspo. Mann, ey. Ey, wieso schmeißt er mich jetzt ständig um? Scheiß Kameraführung jetzt hier auch, oder? Tu es. Wenn du nur eine Unze Überzeugung besitzt und nicht nur ein liebes toller Milchbubi bist, tötest du mich jetzt. Denn ich höre nicht auf. Ich töte sie. Zur Rettung der Bruderschaft würde ich Paris abfackeln. Ich weiß. Gut gekämpft, Bisford. Jetzt bist du Manns genug, es zu beenden. Beende es! Merci, mon ami. Du sollst doch heil zu deinem Sohn zurückkehren, nicht wahr, Pisspot? Du hast was verloren. Na. Gott verdamm mich. Dann wollt ihr es durchziehen? Euer Protégé bürgt für sie. Vertraut ihr ihm nicht? Bis zum Tod, doch ich trau dem Weib nicht. Kann ich euch nicht überzeugen? Ich fürchte nicht. Dachte ich mir. Chin. Chin. Repos en paix. Repos en paix. Wuhu, was eine Folge, meine Freunde. Wir haben die Konfrontation abgeschlossen. Zwar überhaupt nicht das gemacht, was wir machen sollten, aber hat mir sehr gut gefallen. Hat mir von der Story extrem gut gefallen, hoffe ich. Das war auch in eurem Sinne. Verdammte Scheiße. Tut mir leid, dass ich stören muss, aber es gibt noch mehr Ärger. Bischof, bist du da? Ich höre es. Du weißt, was zu tun ist. Ich öffne eine Brücke. Weißt du, Deacon, ich glaube, Abstergo ist immer noch sauer wegen deines Jobs letzten Monat. Was du nicht sagst. Okay, die Brücke ist offen. Los. Man kann wohl nicht in Abstergos signifizierten Daten rumschnüffeln, ohne Staub aufzuwirbeln. Wir haben nicht nur geschnüffelt. Wir haben Daten gestohlen, Vorläuferproben zerstört und ein paar Server gecrashed. Das sollte reichen. Okay, Leute, sieht so aus. Ja, hinter uns bricht die Welt zusammen. Also machen wir uns mal auf in das nächste Level hinein und dann wird das Video vermutlich auch für heute dann beendet sein.
Wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis zur anderen Seite, meine Freunde.